Das ist so eine Karikatur aus Holland. Schon sehr, sehr alt. Und das ist hier das Haus Europa. Das ist Deutschland mit der Spültoilette. Das ist der Rhein, der natürlich von Frankreich und Deutschland nach Holland fließt. Und wo dann die Holländer aus den Toiletten von Deutschland und Frankreich ihr Trinkwasser machen. Und das ist live. Also das ist auch in Berlin der Fall, dass halt ein relativ hoher Anteil des Abwassers dort wieder in die Trinkwasserversorgung gerät, gerade weil Berlin eigentlich sehr wasserarm ist. Die Spree ist ja einfach übernutzt, gerade jetzt, wo die Sümpfungswässer aus den Braunkohlegebieten in der Lausitz da nachlassen. Und es ist offensichtlich bis zu 70% Abwasser im Trinkwasser, im Rohwasser, was entnommen wird, über Uferfiltrat, aber das ist natürlich einfach durch Sand geflossen, was eine Reinigung für gröbere Sachen ist, aber nicht für die ganzen Rückstände von Pharmazeutika und so weiter. Und von daher ist es halt irgendwie auch für Berlin nicht so lecker, aber in Holland natürlich ganz extrem, weil der Rhein natürlich durch viele Länder geflossen ist, bis er da in Holland ankommt. Und das ist halt so eine Geschichte, die wir ja nicht so gerne hören. Das heißt, gehen wir noch mal ein bisschen an das, was in unserer Hauptstadt passiert. Also wir sind ja jetzt nun eine Industrienation und Wirtschaftsmacht. Und was für ein Abwassersystem haben wir in Berlin? Das habe ich nicht richtig. Ja, also Berlin hat so ein konventionelles System, ein großes Kanalnetz, und dort gibt es mehrere große Klärwerke. Und in Berlin ist die Wassersituation so angeordnet, dass halt der Ablauf von Klärwerken auch so ins Gewässer geht, dass bei der Trinkwasserentnahme dieses Wasser halt wieder genutzt wird. Und das kann man irgendwie so psychologische Abwasserreinigung nennen, dass man halt einfach den Ablauf der Kläranlage über Einleitung in ein Gewässer für eine kurze Strecke dann quasi in Flusswasser verwandelt. Wobei das natürlich auf dem Weg nicht wirklich verändert wird. Es wird ein bisschen verdünnt, aber wenn das 70% Abwasser und 30% Flusswasser teilweise sind bei trockenen Zeiten, ist das Ganze eine Geschichte, die einfach unschön ist. Aber halt diese Wasserknappheit, die eigentlich da ist, überdeckt. Das heißt, die Qualität des Wassers ist im Vergleich zu Hamburg, wie würde man das vergleichen können? Ja, also das Hamburger Leitungswasser trinke ich sehr gerne, obwohl ich da auch noch einen kleinen Aktivkohlefilter und eine Verwirbelung drin habe. Aber in Berlin trinke ich nicht so gerne Kaffee irgendwo, wo ich weiß, dass das mit Leitungswasser gemacht ist. Und es ist nicht mal so, dass das jetzt absolut miserables Wasser ist, sondern die Aufbereitung ist einfach nicht adäquat dafür, dass Menschen das wieder trinken. Da fehlt einfach eine Behandlungsstufe, die man auch machen könnte, auch für kleines Geld eigentlich. Aber da fehlt einfach der politische Wille, jetzt das Mögliche zu tun, um halt auch so vorsorglich was zu tun in Richtung von Heraushalten von Pharma-Rückständen, Pharmazeutika-Rückständen aus dem Wasser, weil da weiß einfach keiner, was das für Folgen hat, nicht? Also wir haben im Trinkwasser teilweise mehrere hundert Rückstände von verschiedensten Pharmaka. Und es wird natürlich immer gesagt, das ist harmlos, aber das kann nur meinen, es ist nicht akut so, dass man da tot umfällt, wenn man das getrunken hat. Was das langfristig für Folgen hat, weiß kein Mensch. Und da ist es halt so, dass man eigentlich im Sinne von Verantwortung und Vertrauen da sagen sollte, wir zahlen lieber jetzt mal 10, 15 Cent mehr pro Kubikmeter Abwasser, wird eigentlich kaum jemand merken, und machen da eine vernünftige weitere Reinigung noch rein. Dann wird mir das System dort schon ein bisschen besser gefallen. Das heißt, was müssten die in Berlin genau machen? Also man könnte eine weitere Reinigungsstufe dort einbauen, über eine Membranreinigung. Da sind auch sogar Versuche im großen Stil zu gemacht worden, so dass man über eine sehr, sehr feine Filtration dort noch Stoffe rausholt, die in einer normalen Kläranlage nicht zu entfernen sind.